Ja, hallo, das ist unsere erste Wortmeldung aus Teneriffa. Wir haben jetzt gerade unser behindertengerechtes Hotel bezogen. Es ist alles super, es geht uns sehr gut. Für diejenigen, die sich fragen, wo Teneriffa eigentlich liegt: Teneriffa ist die größte von den Kanarischen Inseln. Die Kanarischen Inseln bestehen aus 7 Inseln. Teneriffa hat seinen Namen von der Sprache der Ureinwohner dieser Inseln. In dieser Sprache heißt Teneriffa der weiße Berg. Und das erklärt sich, wenn man weiß, dass auf Teneriffa der größte Berg Spaniens sich befindet. Und dieser Berg ist ganzjährig von einer weißen Schneekappe bedeckt und deswegen eben Teneriffa der weiße Berg. Wir werden über diesen Berg noch mehr hören und auch über die Ureinwohner werden wir noch mehr hören. Heute wollen wir uns aber einmal auf das ganz normale Inselleben konzentrieren, woran man eben denkt, wenn man an so eine schöne Urlaubsinsel im Meer denkt. Das heißt Baden, Erholung, Spaß, Urlaub eben ganz einfach. Und wir wollen dann aber gemeinsam mit euch in diesem Film noch mehr entdecken, nämlich das spanische Teneriffa mit einer großen katholischen Tradition. Weil Teneriffa gehört, obwohl es eigentlich vor dem afrikanischen Festland liegt, zum spanischen Staatsgebiet. So viel für jetzt einmal. Nachdem wir jetzt einen Tag am Pool und in der Sonne verbracht haben, wollen wir jetzt wirklich in das katholische Leben von Teneriffa einsteigen. Und der Himmel hat es so gewollt, dass gerade in Los Cristianos, in dem Ort, wo wir sind, heute eine große Prozession und eine Festmesse mit dem Bischof stattfindet, zur Ehren von unserer lieben Frau vom Krabbel. Und wir wollen da jetzt hingehen. Unsere liebe Frau vom Krabbel ist die Schutzpatronin von den Karmelitinnen. Der Krabbel ist ein Berg,
wo der Prophet Elias eine Gotteserfahrung hatte. Und nach diesem Beispiel haben sich dann immer wieder viele Christen auf diesen Berg zurückgezogen und haben diese Wolke, die dem Propheten Elia eingehüllt hat, als die Mutter Gottes interpretiert. Und da haben sich immer wieder viele Christen zurückgezogen auf diesen Berg. Und daraus hat sich der Orden der Karmelitinnen gegründet. Und die hatten immer eine sehr große Verehrung zur Mutter Gottes. Deswegen eben unsere liebe Frau vom Karmel. Und in diesem Orden der Karmelitinnen gibt es auch sehr viele wichtige Heilige, um nur einige zu nennen. Theresia von Avila, die Edith Stein. Und ja, unsere liebe Frau vom Karmel ist auch die Patronin der Seeleute, weil sie eben auch wie dieser Seestern ist, der diese Schiffersleute lenkt und führt und leitet. Vor allem auch, weil die Mutter Gottes den Karmelitinnen einmal in einer sehr schwierigen Lage eben als dieser Stern erschienen ist. Oder sich als dieser Stern in einer Erscheinung geoffenbart hat. Dieser Stern, der sie leiten und lenken und führen wird. Und so hoffen eben auch diese Schiffersleute und auch die Leute von Los Cristianos, die da eben gerade am Meer wohnen und mit diesem Meer sehr verbunden sind, dass die Mutter Gottes sie schützt. Und wir freuen uns sehr, dass wir das jetzt mit diesen Menschen feiern können. Und wollen euch da gerne die besten Impressionen mit nach Hause bringen.
Die Prozession gestern war sehr beeindruckend für uns. Der einzige winzige Minuspunkt war, dass kein Bischof da war, sondern nur ein Legat von ihm. Aber es hat uns eigentlich nicht enttäuscht, weil seine Predigt sehr feurig war und auch seine ganze Art zu sprechen und diese Messe zu feiern. In der Predigt hat er vor allem Bezug darauf genommen, dass wir so wie Maria, weil die Prozession und die Messe davor ja ein Marienfest war, dass wir so wie Maria auch gerufen sind, unser Leben ganz in den Dienst Gottes zu stellen und dass Gott uns dann auch über das Meer unserer Probleme und unserer Schwächen hinwegtragen können, wenn wir bereit sind, ganz zu ihm Ja zu sagen, so wie er das im Leben von der Mutter Gottes uns gezeigt hat. Und das war sehr beeindruckend, so eine Symbolpredigt über das Meer direkt am Meer zu hören, wo wir das dann auch sehen konnten, wie groß und können, wie groß dieses Meer ist, dass Gott für uns und mit uns in unserem Leben an Problemen und Schwierigkeiten überwinden kann. Wir befinden uns hier jetzt auf 3718 Meter. Das wird der höchste Punkt unserer Reise sein und das ist gleichzeitig auch der höchste Punkt Spaniens, nämlich der Pico del Teide, der höchste Berg Spaniens. Und man sieht hier sehr gut, dass Teneriffa eine Vulkaninsel ist, weil wir sind hier umgeben von Vulkangestein und Feldern mit der Härte der Lava, die man hier noch anschauen kann. Und wir sehen rundherum um uns auch sehr viele wunderschöne Gesteinsgebilde, die durch die vulkanische Aktivität Teneriffas so geworden sind und wirklich anwirken wie Kunstgebilde, die von Menschen gemacht wurden. Und es ist ein lustiger Gedanke, dass der höchste Berg Spaniens eigentlich nicht in Spanien liegt, sondern auf einer Insel vor Afrika, nämlich auf Teneriffa. Wir stehen jetzt hier an einer Stätte, die ein Zeugnis ist für das vorchristliche Leben auf Teneriffa. Das vorchristliche Leben bedeutet natürlich das Leben, bevor die Spanier hier ankamen. Die ersten Einwohner von Teneriffa waren die Guanchen. Das sind Ureinwohner, die erstaunlicherweise in der Mehrheit blonde Haare hatten und hohe Backenknochen. Wir sehen hier Pyramiden. Die meisten dieser Pyramiden wurden kulturell für religiöse Zeremonien benutzt. Es gibt aber auch Pyramiden, die durch eine Feuerstelle, die man sehen kann, darauf schließen lassen, dass sie als normales Wohnhaus benutzt wurden. In ihrem normalen Leben waren die Guanchen Hirten von Ziegen und diese Ziegen bieteten ihnen alles, was sie zum Leben brauchten. Das zeigt natürlich auch, dass die Guanchen sehr naturverbunden waren. In ihrer religiösen Vorstellung hatten die Guanchen nur einen Gott. Die Guanchen waren auch nicht immer auf den Inseln, sondern sind wahrscheinlich, obwohl das alles noch sehr unsicher ist und die Wissenschaftler da selber noch sehr viel forschen müssen, was man auch merkt, wenn man hier die Führungen und Erklärungen sieht.
dass da noch sehr vieles im Dunkeln liegt über die Geschichte der Guanchen, aber sie sind wahrscheinlich von Afrika her auf die Inseln geflohen quasi, weil die Sahara immer mehr versteppte und sie in Afrika einfach nicht mehr genug Lebensraum finden konnten. Und so haben sie hier auf den Inseln quasi einen schönen Zufluchtsort gefunden, bis eben zu dem Zeitpunkt, wo die Spanier kamen und ihr Weltbild wieder total verändert haben. Als wir hierher gekommen sind an diesen Ort, ist gerade ein Feuerwerk abgegangen, mitten am helllichten Tag. Und das war eine sehr große Freude für uns, weil dieser Platz, wo wir jetzt stehen, wirklich etwas ganz Besonderes ist, weil das der Ort ist, wo die Christianisierung Teneriffas begann, noch viele Jahre bevor der erste Spanier, das heißt der erste Katholik, diese Insel betreten hat, weil hier die Mutter Gottes persönlich zu ihren Kindern gekommen ist. Und zwar erzählt die Geschichte auf folgende Weise, dass zwei Hirten von den Ureinwohnern der Teneriffas hier waren mit ihren Tieren und dass die Tiere plötzlich nervös und unruhig wurden, und als die Hirten sich umgesehen haben nach dem Grund der Unruhe der Tiere, haben sie eine Frau entdeckt hier an diesem Strand, die ihnen nicht real erschien, sondern eher wie eine Statue. Und da es in der Kultur der Guanchen aber Männern nicht erlaubt ist, mit fremden Frauen in der Öffentlichkeit zu sprechen, haben die Hirten versucht, die Frau mit Zeichen zu verjagen, und als das nicht möglich war, haben sie sich doch ein Herz genommen und sich der Frau genähert. Die Frau hat nicht mit ihnen gesprochen und ein Mann hat versucht, sie zu berühren, woraufhin sein Arm plötzlich lahm war. Der andere Mann hat versucht, sie mit seinem Messer zu verletzen, woraufhin er plötzlich selbst verletzt war, an der Stelle, wo er diese Statue verletzen wollte. Und die Hirten haben dann verstanden, dass da etwas Übernatürliches vor sich geht, und haben es mit der Angst zu tun bekommen und sind zu ihrem Merced, zu ihrem Häuptling gelaufen und haben ihm berichtet, was sie gesehen haben, woraufhin der Häuptling selbst hierher gekommen ist, um dieses unglaubliche Phänomen selbst zu betrachten und zu beurteilen. Und als er herkam, war die Frau wirklich noch da. Und es war aber noch immer nicht möglich, sie zu berühren oder sie von diesem Ort wegzubekommen. Und da hat der Häuptling verstanden, dass das eine Erscheinung Gottes ist, etwas ganz Mächtiges, und er hat mit Hilfe viele andere Krieger diese Statue dann zur Verehrung in die Nähe seines Wohnsitzes bringen lassen.
viele Jahre nachdem die Mutter Gottes den Guanchen an diesem Strand erschienen war und sie sie mitgenommen hatten, um sie zu verehren und sie in ihrer Nähe zu haben, kamen die Spanier nach Teneriffa und sie waren sicher sehr erstaunt, die Ureinwohner dieser Insel damit beschäftigt zu finden, eine Frau zu verehren, die sie als die Mutter Gottes wiedererkannten, die Mutter Jesu Christi, die sie im alten Spanien schon lange verehrten. So erfuhren die Guanchen, wer diese wundersame, machtvolle Frau, die sie da am Strand kennengelernt hatten, eigentlich war. Und es wurde die erste kleine Kapelle zu Ehren der Jungfrau Maria gebaut. Es kamen immer mehr Leute, um die Mutter Gottes hier zu suchen und zu ihr zu beten. Darum wurden immer größere Gotteshäuser gebaut, bis die Kirche die Größe annahm, die die Basilika hat, die ihr im Hintergrund seht. Die Marienstatue, die ihr in dieser Basilika findet, ist leider nicht mehr das Original, das an den Strand gespült wurde, weil während eines Tages, wo das Meer sehr wild und stürmisch war und Gewitter war, dieses originale Kunstwerk leider wieder verschwunden ist. Und die Leute hier sagen, dass das Meer die Mutter Gottes abgeholt hat, genauso wie sie es gebracht hat. Und somit haben die Leute hier auch zu diesem Meer eine liebevolle, spirituelle Beziehung. Und ja, das Meer war vielleicht an jenem Tag, als es die Mutter Gottes wieder abholte, ähnlich stürmisch wie heute. Nach einer kurvenreichen Autofahrt in die Bergdörfer Teneriffas sind wir jetzt in Villaflor angekommen, wo 1626 Hermano Pedro, zu Deutsch Bruder Peter, geboren wurde. Er ist der erste kanadische Heilige und war das Kind von armen Bauern. Um der Familie das Überleben zu ermöglichen, musste der Vater Pedro bei einem reicheren Nachbarbauern arbeiten lassen. Pedro musste dort die Ziegen und Schafe hüten. Und er machte diese Arbeit mit Demut und mit Hingabe und sehr zuverlässig. Und er zeigt dadurch, dass er auch einer der Heiligen ist, die im ganz normalen Leben begonnen haben, heilig zu sein, so wie jeder von uns heilig werden kann. Durch franziskanische Brüder und seine Tante erfährt der junge Pedro von Amerika, von diesem fernen Land, wo Missionare gesucht werden, um den Menschen von Jesus Christus zu erzählen. Was bei anderen Kindern vielleicht nur Abenteuerlust war, neue Länder zu erkunden, ist bei Pedro auch der Beginn einer Berufung als Missionar, weit weg von seinem Heimatland zu gehen. Lange Zeit lebt Pedro weiter dieses einfache Hirten- und Bauernleben, obwohl er in sich diesen Ruf spürt, Missionar zu werden in Amerika. Aber seine Eltern haben andere Pläne. Sie wollen ihn verheiraten. Aber Gott hilft Pedro zu sehen, dass er wirklich gerufen ist von Gott.
Und es wird ihm prophezeit, dass es den anderen Menschen sehr viel Gutes bringen wird, wenn er diesem Ruf folgt. Und dass es auch seiner eigenen Persönlichkeit nicht schaden wird, sondern dass es ihm sehr viel Ehre und Wichtigkeit für seine eigene Person einbringen wird. Und wir sehen wieder, dass diese Versprechungen, die Gott macht durch andere Menschen, im Fall von Pedro durch seine Tante, dass diese Versprechungen wahr sind und wahr bleiben. Weil hinter mir sieht man die Kirche, das heißt, der Hermano Pedro ist heute heilig und hat sein eigenes Heiligtum. Also es zeigt sich, dass es wirklich gut war, dass er diesem Ruf Gottes gefolgt ist. Und er ist also von Tenerife nach Honduras gegangen, wo er von Guatemala erfahren hat und der Not der Menschen dort. Und er ging nach Guatemala mit dem Gedanken, Priester zu werden. Und er hat sich sehr bemüht und viel studiert mit dem Ziel, das Priestertum zu erlangen, aber die Pläne Gottes waren andere. Sie haben Pedro nicht große Intelligenz mitgegeben, aber sehr viel Liebe für die Nächsten, so dass Pedro schließlich Tertiar wurde bei den Franziskanern. Bei uns ist das besser bekannt als die franziskanische Gemeinschaft, die wir auch im Kloster haben. Er wurde also Tertiar und hat sich ganz der Pflege und Hilfe der Nächsten verschrieben. Da kennen wir auch die Geschichte, dass der Pedro einen Baum gepflanzt hat, der jetzt Heilkräfte hat. Und es sind auch wundersame Heilungen seit dem Tod von Hermano Pedro überliefert. Vor allem die Heilung eines 5-jährigen Junges vom Krebsleiden. Ja, und so sehen wir das auch auf einer Insel wie Tenerife, wo wir das vielleicht gar nicht erwarten. Gott seine Heiligen beruft, dass Gott seine Heiligen überall beruft und auch, dass er auch uns rufen kann. Nachdem wir jetzt im Geburtsort vom Hermano Pedro waren, zeigen wir euch jetzt diese Höhle, wo der Hermano Pedro mit seiner Herde Schutz gesucht hat vor schlechtem Wetter oder einfach auch einen Ort zum Ausruhen auf dem anstrengenden Weg hinauf nach Villa Flor mit all den Tieren. Aber er hat hier sicher nicht nur einen Ort gesucht, um seinen Körper auszuruhen, sondern hat hier auch Ruhe für seine Seele gefunden und konnte hier Zeit zum Gebet finden. Und das war sicher auch ein Ort, wo vielleicht diese Berufung heranwachsen konnte, als Missionar weit wegzugehen von seiner Heimaterde. Und man kann auch sehen, dass hier eben in dieser Heimat der Hermano Pedro kein vergessener Mensch ist, sondern dass die Leute noch sehr viel an ihn denken, auch während wir jetzt hier waren, sind viele Leute gekommen, zünden Kerzen an, bringen Blumen, beten. Wir sehen hier auch Gegenstände, die Leute zurücklassen als Geschenk für ihren Heiligen oder auch Krücken, die Heilungen greifbar machen, die zeigen, dass der Hermano Pedro auch vom Himmel aus uns noch hilft. Und es gibt auch einen Pilgerweg
zu dieser Stätte, denn die Leute vor allem gehen am Festtag von ihrem Heiligen und wir bringen euch da jetzt die besten Impressionen mit nach Hause. Wir befinden uns hier jetzt in La Laguna, wo eine sehr wichtige Kreuzesdarstellung im Franziskanerkloster aufbewahrt wird. Der Orden der Franziskaner ist hier sehr wichtig, weil er die Missionstätigkeit hier auf den Arifa sehr stark mitgeprägt hat. Diesem Kreuz werden zahlreiche Wunder zugeschrieben, unter anderem, dass das Gebet vor diesem Kreuz den Spaniern im Kampf geholfen hat und unter anderem auch, dass dieses Kreuz auf mehr oder weniger wundersame Weise vor den Flammen errettet wurde. Also dieses Kreuz ist historisch, spirituell und kulturell sehr, sehr wichtig für diese Leute. Wir haben heute das Glück gehabt, hier einen Bischof zu sehen und an dieser Feier teilnehmen zu können. Ein Teil dieser Feier war auch eine spezielle Kreuzverehrung an diesem besonderen Kreuz. Das war sehr schön für uns und wir wollen euch jetzt dran teilhaben lassen. Oh.
Wir sind jetzt am Ende unserer Reise angekommen. Noch ein paar Stunden und dann geht der Flieger. Wir hoffen, dass euch unsere Reise gefallen hat, dass ihr viel Neues und Interessantes kennengelernt habt, genauso wie wir. Wir hoffen auch, dass ihr die Vielschichtigkeit und Verschiedenheit dieser Insel kennengelernt habt. Eben, dass es hier nicht nur dieses Urlaubsparadies gibt, sondern dass es dahinter auch eine reiche katholische Tradition gibt, dass ihr alle diese Überraschungen, die wir da miterlebt haben, mit uns lebhaft teilen konntet durch alle diese Bilder. Für mich war nämlich diese Reise persönlich auch sehr wichtig, weil ich war dreimal da in Teneriffa und habe eigentlich wenig von diesem katholischen Leben mitbekommen und erst beim dritten Mal habe ich dann begonnen, dieses katholische Teneriffa auch entdecken zu wollen und zu entdecken. Und deswegen war es jetzt sehr wichtig für mich, noch ein viertes Mal hierher zu kommen, um wirklich alle diese Schätze, die es da an religiösem und kulturellem gibt, hier auf dieser Insel wirklich noch erkunden zu können. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Hasta la vista!